Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit dem zweiten Part des XCOM 2 Gameplays. Ja, XCOM 2, zweiter Part. Ich dachte mir, das passt einfach auch, weil einfach die Mission ein bisschen größer ist. Wir preschen ein bisschen vor, um zu schauen, wo der Gegner ist. Wir haben bisher noch keine Gegnersichtung. Ja, das ist immer beunruhigend, würde ich spontan behaupten. Ich hab's. Ich sage es oft, dass... Ach Mann. Ja, ich habe halt einfach so, das ist einfach so. Ich habe ein paar Phrasen einfach, die sage ich immer ganz gerne, die wiederhole ich dann auch. Das müsst ihr mir verzeihen, aber ich sage es ganz gerne, ein bisschen schwund ist immer. Und habe dann auch gleichzeitig mit einem meiner anderen Phrasen, die ich ganz gerne sage, ausgesprochen. Boah, ich kann nicht mehr reden, also Leute, ne? Mann. Aber das ist nicht schlimm, denn hier ist eine Tür und da müssen wir rein. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam sicher der ganzen Sache näher. Und dementsprechend positioniere ich. Wir werden jetzt links rumgehen, habe ich mich jetzt entschieden. Wir werden links rum reingehen, denn da ist eine Tür. Und wir werden jetzt mal warten, bis Twitch hier am Start ist. Keine Alien Activity. Ja, man hört es die ganze Zeit, aber Aliens machen irgendwie nicht so ganz viel. So, aber wir werden erstmal die Tür aufmachen. Jetzt haben wir nämlich Inside ein bisschen rein. Und hier werden Aliens drin sein, da könnt ihr darauf wetten. Ich würde auch sagen, wir gehen da mal rein. So many victims. Processed with such brutal efficiency. Test subjects for some sort of weapon, perhaps. Looks more like a refinery to me, Doctor. Once we get our hands on that sample... We'll know for sure. Glückwunsch, und damit haben wir das gefunden, weshalb wir überhaupt hingekommen sind. Wir brauchen dieses Sample und deswegen werden wir unseren Arsch jetzt bewegen, da reinzugehen. Ich bin gespannt, irgendwo in dieser Kammer werden Gegner sein. Vielleicht bin ich jetzt schon ein bisschen zu weit vorgeprescht. Ja. Irgendwo da wird der Gegner sein. Deswegen werde ich jetzt auch unseren Sniper auf Overwatch stellen und mit unserem Ranger, welcher eben auch fürs Rushen ein ganz kleines bisschen konzipiert ist, wegen der Shotgun und seinem Messer, werde ich vorpreschen. Und damit haben wir einen Stack getriggert, welcher auch noch einen fucking Roboter am Start hat. Juckt uns aber nicht. Sehr schön. Drei Leben noch. Wir haben halt noch zwei Soldaten, aber wir haben noch eine Gasgranate. Also wir machen das jetzt mal ein bisschen German-Style. Das war übrigens ein Witz. Ich muss mal nachdenken. Gasgranate würde eigentlich nur... Das mit der Gasgranate wird nicht funktionieren. Muss funktionieren. Wir müssen das jetzt mal machen, weil dieser Roboter muss weg. Ich gehe davon aus, dass die Gasgranate beim Roboter nichts machen wird. Aber den hier können wir vergiften, dann ist unser Hauptproblem nur noch der andere Soldat. Hey, hat ja auch Damage gemacht. Super, besser gelaufen als gedacht. Das heißt, der Roboter hat jetzt auch noch Leben verloren. Das ist gut. Das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden. Ich hoffe, der Scharfschütze wird getriggert, also die Overwatch von dem. Ah, ja. Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Ja, man sieht es leider nicht, aber der ist jetzt kaputt. Wunderbar. Genauso habe ich mir das so ungefähr vorgestellt, dass der Gegner halt irgendeinen Schmoren macht und dann halt eben in meine Overwatch reinläuft. Aber trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen einstecken. Beziehungsweise, nice. Ja. Alternativ können der Gegner auch einfach nicht treffen. Das ist, da steht ihm natürlich zur freien Verfügung. Habe ich auch echt nichts gegen. Und bevor ich jetzt irgendeinen Schmoren mache, ich sag auch Schmoren immer. Gott, ich habe so viel Zeug, welches ich ganz gerne sage. Wir machen erstmal eine zweite Overwatch. Und wiederum hier werden wir jetzt mal in den Nahkampf gehen. Wir werden nämlich jetzt diesen Typen umbringen. Drei Leben hat er und der Ranger hat ein Messer. So, aufgeschlitzt, wie es sich gehört. Wunderbar. Und hier übrigens in der Giftwolke, da war ja der andere Soldat und der ist da jetzt irgendwo. Mit dem Scharfschützen werden wir jetzt weiter nach vorne rushen, weil irgendwo müssen wir natürlich auch zusehen, dass unsere Soldaten nach vorne kommen. Nichts da? Okay, dann würde ich... Ich wollte gerade wieder sagen, dass ich hier spontan behaupte. Leute, das ist Wahnsinn. Eigentlich müsste ich mir das mal abgewöhnen. Also,
Generell, ich bin, also Phrasen finde ich, das ist auch irgendwo von einer, ich sag mal jetzt mal, Kontinuität ein bisschen geil. Also zum Beispiel, yo, ich bin der Typ, der das halt immer sagt. Ich finde das, ne, ist halt auch schon eine geile Sache. Aber wenn man das dann die ganze Zeit spammt, das ist nicht so geil. Muss ich also eigentlich mal drauf achten. Aber worauf ich auch achten sollte, ist den Gegner. Und der ist nicht da, deswegen... Ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal meinen Soldaten nach vorne schicken und unser Objective securen. Ah, habt ihr gesehen? Da war der Gegner. Du bist der Scharfschütze. Dir gebe ich eine Overwatch und mit euch gehe ich weiter nach vorne. Auch hier wieder Overwatch. Der Gegner wird irgendwas machen. Okay. Ah. Klasse, die wissen nicht, dass wir da sind. Ich hoffe, die trifft jetzt den, nämlich sonst haben wir unseren Ambush verkackt. Alternativ kann man natürlich auch einfach sein Maschinengewehr nehmen und einfach die Wand zertrümmern. Das ist scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Das Alien, was ihr da seht, das kann nämlich Gedanken kontrollieren. Das ist extrem schlecht. So, Blackside Vial, das, was wir brauchen, um die Mission abzuschließen. So, here it is. Guessing that's not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity, no significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. Looks like they called in backup. Ja, genau. We are expecting backup, das wollte ich auch gerade sagen. Also der Gegner ist jetzt am Start. So, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir es machen. Das ist kacke, dass hier jetzt hier schon alles getriggert wurde. Wir werden erstmal hier in Deckung gehen. So, 69. Ich werde aber zuerst, also 63 ist weniger, aber dieses Alien muss weg. Denn das kann, wie gesagt, unsere Einheiten, das kann das wirklich kontrollieren. Und das möchte ich nicht, weil das ist echt kacke. Critical, in your face, du Stück Scheiße. So muss das sein, ich liebe es, wenn sowas mal läuft. Ja, wie mache ich es denn jetzt? Ganz ehrlich, ich zerstöre die Cover mal. 81 Demolition, das macht keinen Schaden bei dem, aber das zerstört die Cover und wir müssen ja auch irgendwie hier raus. So, und jetzt haben wir hier eine 78er% Chance, also quasi, das ist jetzt sogar lustig, das hat sogar ein, also Twitch hat gerade ein Loch in die Wand gemacht, quasi so wie in Siege, und jetzt können wir nämlich da wunderbar durchschießen. Boah, wunderbar. Generell, Sniper sind super in diesem Spiel, habe ich glaube ich schon in Part 1 gesagt, aber Sniper sind einfach klasse. Nice, Promotion, das ist super. Also hier können auch unsere Soldaten eine Promotion kriegen, dadurch werden die stärker, haben bessere Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und scheiße, da kommen Reinforcements. Ich bin mir gerade unsicher, wo die abgesetzt wurden. Oh. Oh. Scheiße, sie ist ohnmächtig. Twitch wurde... getwitcht, also die wurde gerade echt vom Sturmschlag getroffen. Das ist extrem schlecht. Ich weiß nicht, wo der Gegner gelandet ist. Ich würde behaupten hier, aber mein Ziel ist es, hier reinzukommen und mit ein bisschen Glück können wir den Kampf vermeiden, denn so langsam sicher wird es kritisch, sage ich jetzt mal. Dem würde ich erstmal sagen, bringen wir um. So, aufgeschnitzt, so wie es sich gehört. Jetzt müssen wir mal gucken. Twitch ist leider ohnmächtig. Ich weiß nicht für wie lange, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber den Sniper setzen wir nochmal auf Overwatch. Denn falls der Gegner hier reinkommt... Ah, kacke. Es scheint echt so, als müssen wir unser Teammate tragen. Ach, ist sie tot? Nein, die war doch nur ohnmächtig. Oder? Ich kann sie nicht aufheben. Scheiße, ich glaube, die haben die umgebracht. Sie ist tot. Scheiße, ich dachte, die wäre unconscious. Der stand da doch. Scheiße, wir haben Twitch verloren. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ach, verdammt. Ja gut. Kacke. Es ist immer scheiße, so Daten zu verlieren, die was drauf haben. Aber wir müssen jetzt zum Exfiltrationspunkt. Ich werde jetzt hier lieber safe than, better safe than sorry vorgehen. Das heißt, ich werde jetzt hier mit voller Absicht nochmal hier warten. Ich muss raus. Kacke. Das ist jetzt echt scheiße. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah!
Nein! Oh boy. Oh boy. Ey, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Das ist jetzt absolut ganz und ultra scheiße schlecht. Oh Gott, wird die umgebracht. Ey, mit die werden mit der den Boden aufwischen. Scheiße. Und ich sag, oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Sorry, Leute, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Also, das, scheiße. Oh, Gott. Der steht auf Overwatch, das heißt, er wird schießen. Oh, wir werden es testen. Ich hoffe, ich komme weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich sehe nichts. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, scheiße, wir haben die Mission geschafft. Oh, nein, war das schlecht. Wir haben alle verloren. Twitch hat auf die Fresse bekommen. Ich bin in den Gegner reingelaufen. Ah. Opfer müssen gebracht werden. Ready to boogie! Avenger, this is Firebrand. Package is secure. All surviving XCOM operatives are secure. Firebrand returning to base. Mission accomplished, Commander. Oh. We just hit Kacke. Ja, wir haben leider drei Leute verloren und auch leider drei. Also das waren wirklich ein paar Elite-Soldaten, bis auf einen einzigen. Also zwei Leute, die sind mir... Also das ist jetzt echt schlecht. Oh, scheiße. Ja. Ist aber nun mal so, wir werden uns nochmal den Abschlussbericht anhören. Ach, Kacke. Ja, und die haben zwei gefangen genommen, also irgendwie wurden die nicht getötet. Ich bin, also, ja, ich weiß nicht, ist mir noch nie passiert. Ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Also hier unseren Doomguy, der ist wirklich getötet worden, aber hier steht ja Captured und Captured. Ja, ja, scheiße. Ein verwundeter Soldat, wenigstens, ja. Ach, Mann. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Scheiße, das ist echt scheiße gelaufen. Aber ich würde sagen, wir haben die Mission erledigt. Einer ist noch am Start, einer hat überlebt und dementsprechend sage ich auch jetzt einfach mal vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, Leute. Wir haben heute drei gute Menschen verloren. Okay, der eine, der war scheiße. Aber zwei Leute, wir haben Twitch verloren. Ich weiß nicht, ob das was sagt, aber vielleicht sollte ich im nächsten Rainbow Six Siege Match einfach mal Twitch spielen, einfach um mir gebührend Respekt zu machen. Ja, zu bieten meine ich natürlich und ja, aber wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.